Er hat die Höchststrafe bekommen, der Mann, der im Dezember in Illerkirchberg eine 14-Jährige erstochen und eine 13-Jährige schwer verletzt hatte, ist heute vom Landgericht Ulm zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Wobei das Gericht auch noch die besondere Schwere der Schuld festgestellt hat. Offen ist, ob der 27-Jährige aus Eritrea, der als Asylbewerber nach Deutschland gekommen war, eines Tages in sein Heimatland abgeschoben wird. Martin Mietschnick. Es ist der wahrscheinlich letzte Auftritt des Angeklagten. Vorbei an den vielen Kameras und der Öffentlichkeit, deren Interesse ihn laut Verteidigerin so sehr störte in diesem Prozess. Über das Urteil hatte es nicht viel Rätselraten gegeben. Nicht nur die Staatsanwaltschaft hatte lebenslänglich gefordert, auch die Verteidigung. Es ist schlicht so, dass auch alle Verteidiger, alle seriös arbeitenden Verteidiger die Rechtslage bewerten und es offen mit dem Mandanten besprechen. Und dann gibt es, wenn man die Überzeugung hat, dass es sich um Mord handelt, nicht viel Handlungsspielraum. Und um Mord handelte es sich und versuchten Mord und beabsichtigten Mord. Es geschah auf dem Weg zur Bushaltestelle. Eine 14-Jährige starb vor diesem Haus durch zahlreiche Messerstiche. Eine 13-Jährige wurde schwer verletzt. Die Asylbewerberunterkunft hat die Gemeinde mittlerweile abreißen lassen. Die beiden Mädchen in Illerkirchberg hatte der 27-Jährige nach Überzeugung des Gerichts nur angegriffen, um sein eigentliches Ziel zu verwirklichen, einen Mord in der Ausländerbehörde des Landratsamtes, das ihm nicht wie gewünscht einen Pass ausgestellt hatte. Mit dem wollte der eritreische Asylbewerber nach seinen eigenen Angaben nach Äthiopien reisen, um dort zu heiraten. Das Motiv war zunächst angeklagt, dass er zum Landratsamt gehen wollte, um einen Pass zu erpressen. Das hat sich jetzt insofern geändert, als dass die Kammer das anders würdigt. Die Kammer hat es so gesehen, dass der Angeklagte vorhatte, hier Rache zu üben an dem Landratsamt Alb-Donau-Kreis, das ihm sein Leben zerstört hat und da wiederum die Mädchen dazwischen gekreuzt sind. Auch im Gerichtssaal hatten während des Prozesses viele mit ihren Emotionen kämpfen müssen, Polizeibeamte wie Anwälte. Auch der Anwalt der Familie des getöteten Mädchens weinte. Ich habe Kinder im selben Alter, ungefähr. Die gehen auf dieselbe Schule wie Ece und Nerea. Deswegen war es sehr berührend für mich. Wie viele Jahre seiner Haft der Mann in Deutschland absitzen muss, bevor er nach Eritrea abgeschoben wird, ist unklar. Die besondere Schwere der Schuld bedeutet, dass eine Entlassung nach 15 Jahren so gut wie ausgeschlossen ist. Das heutige Urteil gegen den Mörder von Illerkirchberg zieht zwar vorerst einen juristischen Schlussstrich, aber damit ist das Thema für die Menschen in dem kleinen Ort bei Ulm noch lange nicht erledigt. Die Tat im Dezember wirkt bis heute nach. Hier erinnert nichts mehr an das, was an dieser Stelle vor einem halben Jahr passierte. Die Gemeinde hat eine Wiese angepflanzt, dort, wo bis vor kurzem eine Asylbewerberunterkunft stand. Die Menschen hoffen, dass sie mit dem Urteil eine Art Schlussstrich unter alles ziehen können. Die Stimmung? Ja, es war alles sehr erdrückend, also auch. Und wir waren alle total geschockt dann auch von dem Ganzen. Extrem froh, dass wir alle wieder ein bisschen zur Ruhe kommen können, dass das Ort wieder hoffentlich in Frieden weiterleben kann. Das hat alle verändert, das hat das ganze Ort verändert. Und es ist nichts mehr so, wie es vorher war. So wie es aussieht, wird auch Unkraut in Köpfen bleiben. Ja? Meine Meinung. Ja? Weil Gras ist okay, egal was jetzt raus wird aus dem Platz, aber für die Familie wird es nicht leichter werden. Aber diese Bilder aus dem Kopf zu bekommen, wird noch dauern. Ein Mädchen starb, eins wurde schwer verletzt. Ein Ort im Schockzustand, in gemeinsamer Trauer, die mehrfach unterbrochen wurde von denen, die politisch ihr eigenes Süppchen kochen wollten nach der Tat. Illerkirchberg hat sich gewehrt dagegen. Gemeinsam. Das scheint auch jetzt noch zu funktionieren. Alles normale Reden ist manchmal draußen gehen, passieren oder einkaufen. Alles normale. Gar nicht bei mir schlimm oder so sagen, nein, ich nicht reden oder so. Über das Urteil sind sich die Menschen allerdings weitgehend einig. Also ich finde das Urteil richtig so. Ich finde, das war eine schreckliche Tat. Das hat uns auch wirklich alle berührt im ganzen Umkreis. Von Gefühl her so finde ich es ein bisschen zu wenig für das, was er bekommen hat. Der hat die gerechte Strafe verdient, dieser Mensch. Wenn er so eine Tat begeht und noch bewusst begeht, also nicht mal aus dem Effekt raus,
da habe ich kein Verständnis mehr dafür. Gerade auch jüngere Illerkirchbergerinnen und Illerkirchberger sind bis heute sehr mitgenommen von dem Mord. Das zeigt auch das Grab der 14-Jährigen. Es ist ein Ort des Gedenkens, nicht nur für die Familie. Und es sind liebevolle Gedanken. Vielleicht kann das auch ein Trost sein. Der Tatort soll bis auf Weiteres eine Blumenwiese werden. Was langfristig hier entstehen wird, das steht noch nicht fest. Etwas Schönes, heißt es.